Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladum, zu einem neuen Salzlog mit dem Zwergenfürst. Ich bereite hier gerade das Video vor, was ihr gerade seht. Wenn es euch nicht stört, wartet noch ein paar Minuten, dann bin ich auch damit fertig und können wir das Video beginnen. Okay. Ja, ein Stapel unsauber, schlampig ausgeschnittener Thumbnails mache ich für euch ein Top 7. Ein Top 7. Meiner Lieblingsvideos auf meinem Kanal. So, legen wir los. Rang Nummer 10 bei mir ist dieses Thumbnail hier, schön in schwarz-weiß und sehr kantig ausgeschnitten. Man kann es, glaube ich, gut erkennen. Das ist das Video 20 Minuten Sein mit Zwergi. Ja, auf Platz 7. Weil, ja, könnt ihr euch vorstellen, ist kein Platz 1 Anwärter. Aber ich mag die Idee, die dahinter steckt. Und ja, ich mag das Video, wie ich das hingekriegt habe. Und schaut es euch selbst an. Ja, Platz Nummer 6 habe ich hier. Hashtag fragt den Zwergenlord. Eins meiner Anfänger-Videos. Das ist das zweite Frag den Zwergenlord vom Juni 2016. Ist schon mehr als ein Jahr her. Da habe ich Twitter-Fragen beantwortet. Dieser Hashtag ist immer noch aktiv. Und zu dem Hashtag fragt den Zwergenlord könnt ihr auf Twitter eure Fragen reinwerfen und ich beantworte sie dann. Falls Fragen sind, einmal monatlich. Würde ich gerne mal wieder machen, also daher auf Platz 6 diesem Best-ofs. Und ja, gerne wieder. Also stellt eure Fragen unter Hashtag fragt den Zwergenlord auf Twitter. So, Platz Nummer 5 ist ein bisschen weiter unten auf der besten Liste auf meinem Kanal. Zwergi reacts to Black Metal Fan Nisa, darf ich vorstellen. Ja, ich lese hier von meinem Laptop ab. Da habe ich die Liste offen. Ja, react to Videos bei mir macht mir immer wundervoll viel Spaß und ich bin immer mit Freude dabei und ich habe noch nicht sehr viele davon gemacht, aber einige sind schon dort entstanden und hoffentlich in Zukunft auch noch mehr React-to-Videos. Darin reagiere ich auf Kanäle bzw. deren Videos, die mir gefallen. Ja, Potenzial für die Zukunft. Platz 4 müsste es jetzt sein. Ja, Platz 4 ist, kann man das sehen, ist ziemlich klein. Ist ein Unboxing, Lieferung für den Zwergenfürst. Schon etwas weiter oben in der Rangliste. Ja, Unboxing ist sowieso eine geniale Sache. Schön zu sehen, schön anzuschauen und ja. Machen mir Spaß und euch Spaß, wie es auch sieht. Wir sind schon auf dem Treppchen Platz 3. Mein Video zur Blue Whale Challenge. 51 Aufrufe vor 3 Wochen habe ich das hochgeladen. Was? Vor 3 Wochen? So kurz ist es noch her. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass es doch schon ein bisschen länger her ist. Wie auch immer. Ja, das Thema hat mich richtig
mitgenommen, als ich davon gehört habe. Die Blue Whale Challenge, da habe ich ein ganzes Video voll gelabert über diese Challenge. Da muss ich jetzt nicht mehr so viel labern, schaut euch dieses Video an. Ja, eine greifende Sache war das auch im Video, als ich darüber berichtet habe und ein paar Videos dazu eingeblendet habe und Bilder und ja, gut dazu berichtet habe. Es ist einfach eine schreckliche Sache. Es ist, kommt einem vor wie in einem Horrorfilm und ja, will ich gar nicht mehr drüber reden. Es ist ja kein Kommentar mehr dazu. Kommentare dazu in dem Video. Platz 2 habe ich hier ein sehr altes Video, aber auch ein sehr beliebtes Video. Auf Platz 7 in meinen Videos größter Beliebtheit die Nicht-Spucken-Challenge oder die Nicht-Lachen-Challenge mit Christoph. So. Eins meiner ersten Vlogs müsste das gewesen sein, meine ersten Challenges. Zusammen mit dem Video, was nicht ganz so beliebt ist, was ein bisschen weiter unten ist. Ja, die, sag schon, die Wer bin ich Challenge mit Christoph haben wir am selben Tag gedreht. Wahrscheinlich habe ich es, glaube ich, auch am selben Tag oder zumindest am nächsten Tag dann hochgeladen. Ja, einer meiner ersten Kooperationen mit anderen Personen. Christoph ist kein YouTuber, aber ein Klassenkamerad war er von mir. Ja, Platz 2 auf meiner persönlichen Liste mit 151 Aufrufen vor einem Jahr, vor exakt einem Jahr. Ja, muss ein bisschen mehr als ein Jahr so jetzt schon sein. So Ende Juni muss ich das gedreht haben, 2016. Ja, auch bei euch sehr beliebt. Ich mochte es. Mir hat es beim Dreh Spaß gemacht und macht es auch jetzt noch Spaß, das anzugucken. Verdienter Platz 2. Und auf Platz 1 ein Video, was direkt danach kommt. Das ist hier auf Platz 8. Das City Vlog Video Passanten über YouTube Stars. Das Passanten-Umfrage-Video und so weiter hat noch ein bisschen längeren Titel. Hat einen ganzen Satz als Titel. Ja, da habe ich mich auf die Straße rausgetraut. Vor 11 Monaten habe ich das Video gemacht. Da habe ich dann Passanten auf der Straße angesprochen und sie dazu befragt, ob sie YouTuber kennen. Habe dann Bilder. Die habe ich sogar noch hier. Die habe ich hier noch. Habe ich letztens fürs Sommertour-Video benutzt. Ja, das sind diese Videos, diese Bilder, Quatsch, Videos, Bilder hier mit den YouTubern drauf. Habe ich für das Sommertour-Video 2017 jetzt hier wieder verwendet. Hier, sag schon, im Leipziger Zoo war ich damit und habe da Tiere mit verglichen. Ganz lustig, gut auch dort rein. Wundervolles Video, habe ich leider nie wieder hinbekommen, so ein ähnliches Video in der City zu machen. Ist einfach einmalig, diese Sache, diese Aktion. Verdienter Platz 1. Ja, und dann sind wir schon am Ende dieses Best-Offs. Ja, ist ja nicht wirklich ein Best-Off, aber eine Top-Liste. Ich hoffe, euch hat es irgendwie gefallen. Das hier sind die ganzen Schwarz-Weiß-Thumbnails hier, die ich für das Video hier ausgedruckt habe. Ja, und lasst ein Däumchen nach oben da, soll es euch gefallen haben. Der Countdown läuft, die 7. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und ansonsten habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut rein. Bis zum nächsten Video.